Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2. Den Namen, habt ihr ihn? Und wir werden gleich von Sassan angesprochen. Ja, er lautet Razakeel. Sehr gut. Jetzt kommen wir voran. Komische Armbewegung. Kommt, der Beschwörungskreis ist nicht mehr weit. So, Namen sind nicht als Schall und Rauch. Haben wir jetzt auch abgeschlossen und wir nehmen die Erfahrung. Erfahrung ist immer besser als Gold. Eigentlich in so ziemlich jedem Spiel. Ganz einfach durch Erfahrung kann man sich neue Fertigkeiten, Stufen, Abilities sozusagen kaufen und durch, oh, sieht cool aus mit den Klingen. Und durch Gold halt nur Ausrüstung. Deswegen immer schön für die Erfahrung entscheiden. Außer ihr braucht dringend Gold. Von den Heiltränken her gucken wir mal 13 und 12. Ich hoffe, das reicht. Und da haben wir die andere Sassan im Langsam regt ihr Beschwörungskreis. mich auf, Diener der Schlange. Wir lesen ihre Gedanken. Wenn ich sie nicht stoppen kann, wird Razakeel das tun. Und der Meister wird mich wieder zusammensetzen. Ja. Ich werde dafür sorgen, dass man euch dieses Mal nicht wieder zusammenflicken kann. Wie immer habt ihr eine scharfe Zunge. Ah, vielleicht schneide ich sie euch als Ersatz für meine eigene Zunge heraus. Ja. Genug geredet, du abscheuliche Nachbildung. Du bist diejenige, die unter die Erde gehört. Ah, mein warmblütiges Gegenstück ist auch von der Partie. Die eine ist blond, die andere brünett irgendwie. Deine Beine waren immer schöner als die, die er mir gegeben hat. Bald sind sie wieder zu haben, wenn ich sie dir abgehakt habe. Oh, die Sassan. Die Untote Sassan stellt sich uns mal. Auch was Neues. Oh ja, uns macht Schaden. Und ein Krieger und ein Meister der Abscheulichkeit. Wir schalten, glaube ich, lieber erstmal die Viecher aus. Oh, und wir werden geheilt. Wollen wir von unserem Viechgeld oder Sassan? Wahrscheinlich von Sassan, denn sowas habe ich dem Viech nicht so meines Wissens nach beigebracht. Oh, die macht Schaden. Ja, das leckt ein bisschen. Und wir brauchen dringend mehr Leben. Vielleicht hätte ich doch nochmal Heiltränke shoppen gehen sollen. Und ich denke, wir schalten erstmal den Meister der Abscheulichkeiten aus. Oder Abscheulichkeit. Irgendwie ja beides. Und Sassan ist ja geschwächt, gut. Ah, die Ability ist noch nicht zur Verfügung. Oh ja, viel Schaden. Und wir schießen nochmal einen schönen explodierenden Pfeil. Und wir werden tatsächlich geheilt von Sassan, will ich mal. Ich kann nicht. Okay. Und Sassan macht uns auch Schaden, aber der Meister der Abscheulichkeiten schießt nur noch einzelne Schüsse ab. Deswegen wird er auch gleich ausgeschaltet sein, genau. Und dann bleibt jetzt noch Sassan. Wir werden gut geheilt. Hier kriegst du noch einen schönen Explosivfall. Ihren Zeug weichen wir natürlich aus. Und dann werden wir jetzt die nochmal betäuben. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Und ja, die sollte auch kein Problem mehr sein. Unser Viech macht schön Schaden. Hat ja auch irgendwie Klingenarme, deswegen sollte man das auch erwarten können. So, und wir werden schon wieder geheilt. Schön. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwas ein Auto heilen mit den Dings gemacht habe, mit den... mit den Tränken oder so. Lesen wir nochmal ihre Gedanken. Oh, die sind diesmal teuer. Machen wir aber. Ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Okay. Komisch. Wartet einen Augenblick. Ich muss zuerst noch etwas erledigen. Aber beeilt euch. Dein Willkommensbonus erhöht. Nett. Oh, wir haben vergessen, das Zeug zu verkaufen. Oh. Viel schönes Zeug. Vielleicht sollten wir das noch an das Viech, mit dem Viech ausrüsten. Das ist doof, dass das jetzt kommt. Das ist wirklich doof. Und ich denke, ich schneide euch das kurze Laufen zum Nekromanten raus, damit ihr dann gleich den Endkampf seht. Endkampf. Den Kampf gegen Lycan. Oder den Dämonen. Also, wir sehen uns gleich wieder mit neuer Kreatur. Und weiter geht's leider nicht mit neuer Kreatur, da lässt sich nicht diese Tür verschlossen ist. Super. Also hat sich das auch erledigt. Und wir schreiten dann direkt jetzt gleich zum Kampf gegen den Dämon der Lycan. Da steht, und wir können unsere Attribute erhöhen. Zumindest ein Attribut und wir erhöhen mal unser schwächstes Attribut. So, und dann geht's jetzt weiter. Wo ist Sassan hin?
War doch hier irgendwo. Hallo? Beschwörung kann beginnen. Irgendwie. Aber dafür müsste Sasan da sein. Wieso ist die nicht mehr da? Das sitzt fest. Oh Gott, was ist das für ein komischer... Die wird auch nicht auf der Minimap eingeschaltet. Angezeigt. Zu laden. Können wir auch wieder ein Quicksave? Lade ich mal den Quicksave. Da war sie ja, glaube ich, noch da. Die müsste ja eigentlich auch da sein. Ich sehe aber nicht. Was zur Hölle? Hä? Sasan müsste da sein. Finde ich, dass ich jetzt da nicht auf. Wieder Zeug nachspielen darf. Weil gerade geht's irgendwie nicht weiter. Oder wir können uns vielleicht hier draufstellen und irgendwas machen. Es wird hier von dem Questteil angezeigt. Gibt's hier irgendwas vorzulesen oder so? Oh, das ist doof. Das ist jetzt echt scheiße. Da komme ich wohl nicht rein. Wieso ist sie nicht da? Na gut, dann erspare ich euch das weitere doofe nach Sasan suchen jetzt und ich werde dann jetzt hier bis hier nochmal spielen. Also dann bis gleich. Ja, und weiter geht's. Also, von mir aus, macht weiter. Wunderbar. Ich werde sofort beginnen. Das Risiko gehe ich jetzt noch nicht ein, dass er dass da schon wieder hier wir das wieder blockiert. Oh, wir stehen drauf, das ist nicht gut. Freund und Seelenpartner von Leichen, aus dem flammenden Abgrund beschwöre ich dich, Razzakel! Schön dramatisch. Oh, hässliches Vieh. Was soll das? Wer seid ihr? Lesen wir die Gedanken des Dämons. Wenn ich schon hier in Revenant bin, kann ich auch dem alten Barnabus seinen Besuch abstatten. Ich werde ihm zeigen, was passiert, wenn man sich den Kriegshammer eines Dämons ausleiht und nicht mehr zurückgeht. Oh, das ist interessant. Gegen euch habe ich zwar nichts, aber mit eurer, aber ich habe euch wegen eurer Seelenverbindung mit Lycan beschworen. Lycan hat wohl neue Freunde gefunden. Und der Plan, ihn zu umgehen, indem ihr gegen mich kämpft. Ich glaube nicht, dass diese kleine Liste es euch einfacher machen wird. Oh, Razzakel, Razzakel, was auch immer, Kehl. Und er scheint nicht schlecht zu sein. Und hat auch gleich scheinbar ein paar Abscheulichkeiten zum Besuch gerufen. Oh, und wir können einen Punkt wieder verteilen. Wir gehen mal auf Lebenskraft. Lebt denn unser Viech noch? Ja, es lebt tatsächlich noch. Mein Mana wird knapp. Es sind aber ziemlich viele Viecher und irgendwie fehlt mir gerade Dings hier. Hier ist sie nochmal. Ach ja, und ich habe jetzt wieder Tränke gekauft. Also, wenn ich jetzt schon da unterbrechen musste, habe ich wenigstens ein paar Tränke noch mir geholt. Oh, Razzakel kriegt schon aufs Maul. Aber es hat ziemlich viele Abscheulichkeiten gerufen, was ein kleines Problem ist. Und Dings fehlt. Ach nee, da ist sie ja, Sasan. Gerade hat sie nämlich ein bisschen gefehlt und sie heilt uns nicht mehr. Hat sie ja beim Kampf gegen die falsche Sasan gemacht. Fand ich jetzt aber auch ein bisschen fies, weil da hatte die falsche Sasan überhaupt keine Chance mehr gegen uns. Und scheinbar Sasan und Razzakel liefern sich ein Duell, und aber Razzakel greift nur uns an. Wir machen kurz einen Quick Save. Damit wir jetzt nicht an der Stelle verrecken. Und den Krieger der Abscheulichkeit können wir uns auch so holen. So, dann bleibt jetzt noch der Meister der Abscheulichkeit übrig. Und halt Razzakel, aber von seinen Schergen her wirklich nur noch dieser Meister hier. Ja. Oh, und die machen uns verdammt viel Schaden. Also, man sollte sich nicht ins bloße Feuer eines Dämons stellen. Der haut drauf. Zwar richtig. Ich hoffe, Sasan kann nicht sterben. Dann haben wir nämlich ein Problem. Wir geben ihm einfach einen netten Explosivpfeil und hier noch. Ich kann nicht. Einen netten Giftpfeil. Und hier kriegst du nochmal einen schönen Explosivpfeil. Nochmal einen Sohnpfeil. Und er ist sehr gut geschwächt. So gut für mein Geschäft.
Zu gut für die meisten Dämonen, wie ich feststellen durfte. Ich bin also nicht der Erste meiner Art, der dem Tod ins Auge blickt, wenn er euch sieht. Yep. Aber ich habe gar nicht vor zu sterben. Und leiden ebenso wenig, denke ich. Deswegen ich es besser zu ihm bringe. Ich glaube, das bin ich ihm schuldig. Okay. Er flieht. Und er hat gerade mit ganz tollen Worten sein Fliehen, sein zu sozusagen Mami Lycan laufen, entschuldigt. Jetzt haben wir keine andere Wahl und müssen Lycan selbst stellen. Ja. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao.